Und hier haben wir die zweite Sicherung. Diese Ersatzsicherung kann helfen, elektrische Ströme zu leiten, wenn man sie in einen Sicherungskasten steckt. Ja, das ist per Definition das, was eine Sicherung tut. Ich genehmige mir einen. Was? Wieso? So, haben wir jetzt hier noch... Oh, guckt euch das da mal an, Alter. Und ach, das ist doch... Also da muss ich sagen, bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass ich im 21. Jahrhundert geboren wurde. Irgendwie und nicht hier 19., 20. Jahrhundert am Anfang irgendwie wurde denn da... Ja, nee, denn muss kommen, Ader lassen. Zur Ader lassen. Achso, warte mal, ich muss mal hier erstmal hier mal rein und so erstmal wieder für Strom. Für Ström. Vielleicht reicht das da schön. So, und vielleicht geht dann auch hier vorne das Lichtbild an. So. Schalter umlegen. Aha, okay, das ist so ein Puzzle-Schnusel hier. Ah, okay, das wird nicht hin. Mhm. Finde die Sicherung für den Sicherungskasten. Haben wir. So, na denn, lass uns doch mal... Das ist aber ein schön zusammenhängendes Bild. Ah, okay, aber das war's anscheinend. Cool. Ach, schön. Der Wurm. Jeremys Finsternis. Der Schlüsselgegenstand. Yikes. Ein zerbrochenes Stück gebrannten Tons. Die Größe deutet darauf hin, dass es zu einer Statue gehört. Ja, in seinem Zimmer stehen ziemlich viele davon. Vielleicht. Ach so. Ich dachte, er zieht ja eine Cutscene los irgendwie. Das sah gerade so eine Cutscene aus. Hm. So, eine Tür war jetzt halt noch zu, ne? Selbst der OP-Raum. Im OP-Raum können wir noch irgendwas machen. Aber er ist zu. Hier müssten wir, wahrscheinlich müssen wir ja nochmal hoch. Oh, fuck. Oh. Uiuiuiuiui. Oh nee, doch nicht doch. Okay. Warum passiert das immer wieder? Was soll ich nur tun? Ja, rennen. Oh, komm. Oh, scheiße. Na los, drück dich vorbei. Oh, los, Edward. Eduardo, lauf. Das ist nicht gut. Was, warum, wie, was? Komm da ja nicht hin. Soll ich warten, bis das Boot rum ist? Ich hänge fest. Ah, ich hänge fest. Komm nicht raus. Okay, er hat sich festgestackt. Okay. Letzter Speicherstand, bitte. Aber selbst wenn, wo wir werden jetzt auch nicht weiter die Treppe hochgekommen. Warum passiert das immer wieder? Was soll ich nur tun? So, einmal bitte dran vorbei. So, hier vorne steht jetzt ein Besen. Ich denke nicht, dass der das Rätsel zur Lösung ist. Seine mögliche... Ah, okay, ich muss mich durchschlagen. Verstehe. Okay, gut. So, Licht an, wäre cool. Los, hau durch die Scheiße. Oh, da, jetzt hoffentlich raus. Komm, los. Nein, es ist zu. Es ist zu. Schrost aus. Komm mal über das Boot hoch, los. Oh nein, oh nein, oh nein. Komm. Wunderbar, weiter. Warum artet denn immer in so einem Stress aus? Okay, Halluzinationen sind vorbei. Und wir sind auf dem Dachboden, und wir sind wieder zurück. Ja. Ideale Zeit, um sich hier mal umzuschauen. So, ja, ne? Wunderbar. Interessant, du kannst nicht damit interagieren. Also er zeigt dir zwar an, dass du es kannst, aber er macht's nicht. Facettierte Scherbe. Mhm. Ja, fehlt noch was. Okay, müssen wir da vielleicht da irgendein Gewicht dran hängen oder so? So, ein Sack Erde.
So, was haben wir hier? Gruselige Katze. Aha. 5 Steine. Jeremys Finsternis. Statuenteil? Ja, okay. So. Verwende den Talisman, um Jeremys Geist zu öffnen. Was? Aber, achso, warte mal, hier waren ja Zahlen. So, hier haben wir die 6, die 4, die 1. Dann oben die 6. Dann hier die 4 und dann hier die 1. That's it. Der Galgen. Das Fenster. Okay, wo kommen wir jetzt hin? Also, man könnte auch denken, dass eine Cutscene jetzt losgeht irgendwie. Er schaut so und plötzlich zoomt die Kamera ein, tut's aber nicht. So, die Eule. Ach, Hedwig, hey. So, Chöre, Wasser plätschern en masse irgendwie. Haben wir jetzt hier irgendwo... Oh, nein, 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 nein. Nicht gut, nicht gut. Ich komm nochmal ganz kurz, ob du jetzt damit interagieren kannst. Jetzt kannst du gar nicht mehr damit interagieren, okay. Zeigt auch kein E mehr an. Na gut, dann hüpfen wir mal hier runter am blutigen Laken. Oh, nein. Hey, ist das Jeremys Versteck? Hallo? Ist da jemand? Jeremy? Ich brauche Hilfe. Warte, können Sie mich hören? Ich stecke im Schlamm fest. Und Jeremy, wo sind Sie? Ich stecke im Schlamm fest. Halten Sie durch, Jeremy. Ich überlege mir was. Ich mache das Boot startklar. Ich glaube nicht, wenn du guck dir da mal an, das Boot machst du noch nicht mehr startklar. Wäre mal interessant, ist jetzt hier auf der Seite Tag, auf der anderen Seite Nacht oder was? Ach, du Scheiße. Das ist aber eine schöne Suppe hier draußen. So, hier haben wir einen Koffer. Und da drin haben wir... Nichts. Einfach nichts. Ja, ein Beiboot, richtig, Fayamona, würde ich auch denken. Also, den Hauptkahn, den machst du nicht mehr flott. So viel steht mal fest. So, okay. Gut, na denn. Wie sieht's denn patronentechnisch eigentlich aus? Ah, 11 Stück. Ist nicht viel. Naja, ich weiß, mit ein bisschen Gaffertee kriegen wir das hin, wa? So. Aber es sieht großartig aus. Toll. Ich finde sowieso so ein Sumpf-Setting irgendwie. Hau die damit raus! Mach ihn kaputt! Ich sehe nichts. Kamera! Mann, Alter, los! Meine Waffe ist kaputt! Und er klebt noch! Ach komm, hör doch auf! Ja, na klar, na klar. Komm, wir gehen mal raus. Jetzt deckt sich hier nichts. Was ist denn für eine scheiß Kameraperspektive? Ey! Mein schöner Drechsel. Der ist jetzt weg. Na toll. Wie geht's? So, ich bin auch total am Arsch. Das lief ja super hier mit dem Innengegner. Gell. So, was ich sagen wollte, also ich finde dieses Sumpf-Setup total krass. Ich spiele auch gerade mit Fieser Wicht zusammen Hans Showdown. Großartig. Einfach großartig. Da ich denn richtig die Düse. Oh, okay. Das Boot hat sich in dieser sumpfigen Stelle festgefahren. Wenn ich den Motor zum Laufen kriege, kann ich vielleicht rückwärts wieder auf den Fluss fahren. Wo sieht er denn das Boot? Okay, ihr könnt mal runterlaufen. Ich würde mal kurz hier auf der Seite nochmal schauen. Hier kommen wir nicht durch. Und hier kommen wir nicht rüber. Verstehe. Okay, gut, dann können wir runtergehen. Ich gucke mal eigentlich ganz gerne auf der Etage immer erstmal alle Türen ab, bevor ich eine andere Etage mir anschaue, weil ansonsten komme ich heillos durcheinander.
So, das sieht mir auf jeden Fall auch sehr glatt aus hier. Oh Mann, Mann, Mann. So, was haben wir? Jeremy, wo sind Sie? Kaputter Kompass. Und vollständig. Okay, Vagabunden. Es gibt viele Wege, eine Schwelle zu überschreiten. Am einfachsten ist es, wenn man eingeladen wird, wenn einem die Tür geöffnet wird und man hineingeführt wird. Weitere Wege sind Schlaf, Hypnose und sogar plötzlicher Schrecken. Es gibt jene, die den Raum falten, um Möbius vor Neid erblassen zu lassen, oder durch Winkel springen, die sich Euklid verweigern. Wenn du gelernt hättest, einen Talisman richtig zu verwenden, könntest du überall hingehen. Du müsstest dich nicht einmal auf die flatternden Flügel der kreischenden Biakis verlassen. Ja. Ah! Okay. Das blöde Wasser. Das doofe Wasser. Ich dachte mir, was kommt denn jetzt hier an? Mann, Mann, Mann. So, okay. Hier haben wir eine schöne kleine Kiste. Was haben wir drin? Nix. Einfach mal nix. Was ist denn das hier überhaupt? Kann man das mal kaputt machen? Ich glaube, da kommt nichts Gutes bei raus. So, okay. Kommen wir aber jetzt nicht weiter. Weil hier kann ich hier rüberspringen. Nee, kann ich nicht. Ich komme hier auch nicht. Warte mal, kann ich mich hier vorbeizwängen? Nee, kann ich auch nicht. Tja, doof. Okay. Schauen wir mal. Haben wir hier noch irgendetwas? Nee, tatsächlich nicht. Dann können wir vielleicht nochmal probieren, eine höher irgendwo hinzukommen. Oh Gott. Diese Geräusche, ey. So. Okay, hier haben wir wieder einen Molotow-Cocktail, den wir zur Not schmeißen könnten. Boah, ist halt zugewuchert hier. So, können wir die Glocke läuten? Finde einen Weg zum Maschinenraum unter Deck. Kann ich einfach reinspringen? Ja, kann ich. Ich schau mal nach vorne nochmal ganz kurz. Da hinten liegt auch noch irgendetwas. Wahrscheinlich eine Rettungsweste, wa? Kann ich hier das Beiboot zu Wasser lassen? Nein, kann ich nicht. Schade. Schade, das wäre ein guter Weg gewesen. Na? Ach, das ist schon wieder so was. Echt jetzt, ja? Im Liegen zu mir glibbert. Ach komm. Ey, was frisst das Vieh? Du bist immer noch nicht tot. Kann man Spinnenbein wegschießen? Ja, brauchst eine so zu fauchen. So. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Hau ab. Mann, Alter! Ich hab keine Kugel mehr. Er hat keine Kugel mehr. Natürlich hat er keine Kugel mehr. Frisst dieses Vieh bitte, Alter! Wie viel fristet? Na sag mal! Ich hab keine Munition mehr für den Revolver. Alles verballert, verballert hier in dieses blöde Schiff reingehauen. Oh! Wicker dagegen, ey. So, ist hier Munition. Nein, hier ist auch. Hier ist nirgends wo. Du findest hier gar nichts. Nischt. So was von überhaupt nischt. Das hat sich ja total gelohnt hier, diese Munitionsverballere. Für diesen Raum. Bin so dankbar. So, was haben wir hier? Haben wir noch so ein Knilchen? Kofferchen. Ein paar Patronen. Eine Patrone. Danke, Spiel. Danke. Die werde ich gleich nachladen. Die wird's bringen. Die kann ich für mich aufheben, Alter. So, no, oh, noch eine. Na, hör mal, da kann ja der Endboss kommen. So, ein Handbeil. Das nehme ich natürlich gerne.
Nicht, dass mir das irgendwas bringt gegen diese kleinen, ekelhaften Viecher, aber ihr könnt mich durchhacken. Sieht eher schwach aus. Ja, warte mal. Ich muss es nur irgendwie aufbrechen. Ja. Wenn ich da hinten rumlaufe. Ich würde da vorne ganz kurz nochmal gucken, weil ich denke, hier kommen wir in den Maschinenraum, weil hier ist ja quasi auch das Schwingrad für den Dampfer drin. Ist zugeschlossen, okay. Finden wir hier vorne noch irgendwas? Nee. Auch nicht runter. Okay, alles klar. Dann können wir uns durchhacken. Ach, oh, Gottes Willen, ey. Also die kleinen Viecher, die sind ja übel, ey. Mal diese Wurzelflecht an. So, bitte einmal runterspringen. Danke, Eduardo. Sehr gut. Achso, ist eine Leiter. Es ist eine Leiter. Sorry, Leute, wenn es heute ein bisschen Noobie ist irgendwie. Aber, it is what it is. So, und ich habe so irgendwie im Gefühl, dass ich hier wahrscheinlich nochmal auf diese ekelhaften Viecher treffen werde. Wahrscheinlich zwei Stück auf einmal. Dann kann ich gleich mal den Ballermann nehmen. So, what do we got here? Okay. Hier fehlt Treibstoff. Hier fehlt Treibstoff. Finden wir den hier vielleicht? Das wäre ja grandios. Kannst mir zwar nicht denken. Okay, Wasserdampf ist weg. Wir kommen also da oben durch. Leerer Treibstoffbehälter. Okay, wir haben schon mal einen leeren Treibstoffbehälter. Jetzt müssen wir bloß noch irgendwo Treibstoff finden. Gerade festgehangen hier. Wunderbar. Okay, hier ist nichts drin. So, dann gucken wir mal. Ist hier vielleicht in dem Tank was drin? Könnten wir hier was abzapfen? Das könnte sein. Oh yeah. Und wir haben. So, okay. Haben wir hier noch irgendwas im Werkzeugkästchen drin? Ein paar Schrauben? Nö. Nö. Einfach nichts. Einfach nichts. So, Spind, bitte. Down drücken. Wir wären nach einer Patrone. Aber auch hier. So. Warum denn, Spiel? Schalte den Strom an. Ich finde, das Spiel ist ziemlich unfair zu mir hier. Ich hab das so gelobt. Das Spiel sagt, du kriegst von mir keine Patronen mehr. Nix Munition. Du musst das jetzt ohne machen. Diskutier das aus. Okay, klingt tatsächlich so, als wenn das jetzt hier alle gleich auseinanderbricht. So, da oben kommen wir nicht lang. Kommen wir jetzt hier durch? Nein, kann man nicht. Gut, dann muss ich quasi wieder den Weg zurückklettern. So, Leiter hoch. Oh, ist aber eine tolle Leiter. Hm. Oh, der Zirkus ist scheinbar in der Stadt. Da freut mich. Oh, verdammte Axt. Also, drei auf immer auf die Adalke, jetzt kein Bock. Also, das muss ja jetzt nur nicht sein, Freunde. So, wir kommen hier durch. Ist mir egal. Ganz gut. Mach die Tür auf, schnell, mach schnell, mach schnell. Und bin weg. Und ich werde einfach vorbeirennen, wenn es für dich in Ordnung ist. Alles klar, danke. Tschüss, Sikorski. So, hier ist noch einer so ein bisschen tot. So, dann würde ich hier mal einfach hinspringen. Spring hinterher? Die bleiche Maske. Hm, Teil 2. Ja, sie springen hinterher, diese Arschloch-Dinger, Alter. Diese Arschloch-Scheiß-Dinger. Diese unsichtbaren Arschloch-Scheiß-Dinger. Ja.
kann nicht mehr heilen. Ich hab nichts zum Heilen mehr. Das war's. So, ja, jetzt ist wichtig, dass wir das hier aufmachen. Dankeschön. Alter Kapp, ich bin am Arsch. Das Schlimme ist, ich muss da wahrscheinlich noch hin. Ein Getränk. Oh ja. Oh, gib's dir. Und drei Patronen. Schön. Das Spiel verarscht mich hier am laufenden Bande, Alter. Eklig mit ihren kleinen Händen, ey. Ah, hier ist er. Hier ist er. Haben wir dich. Alter, wenn ich muss durch die Tür und da sind drei von denen. Ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. Wie denkst du dir das Spiel? Das schaffe ich nicht. Da komme ich nicht durch. Das wird nichts. Sprachlos, dann sag mal, was denken die, was ich hier für. Wat, womit? Komm doch hier an, ich renn durch die Tür, die ist. Achso, die ist ja halt, doch scheiße. Interessiert die ja nicht. Kugeln mehr. Er hat keine Kugel mehr. Er hat keine Kugel mehr. Es lebt noch. Es lebt einfach noch. Das darf nicht wahr sein, Alter. Es ist unverhältnismäßig. Es ist einfach unverhältnismäßig. So, stehst du Spargel noch auf oder was? Oder bist du tot? Natürlich stehst du auf. Ja, tot, Alter. Oh, ey, das ist ja bitter. Das ist ja bitter. Wie soll ich denn das machen, Alter? Die fressen so viel. Ich hab nicht genug Munition für so einen Scheiß. Nicht durch. Es wird nichts. So, die kommen jetzt da gleich alle wieder hochgekrabbelt. Die Frage ist jetzt tatsächlich, ob ich jetzt wirklich für diese eine Maske in diesen einen Raum muss. Weil da habe ich tatsächlich auch ziemlich viel verballert. Nochmal eine Kugel. Achso, hier renne ich weg. Scheiße, ich hätte da rennen müsst. Hau ab. Jetzt komme ich nicht an dir vorbei, wa? Ja, ich komme nämlich doch jetzt bin ich an dir vorbei. Freude, oh Freude! So, einmal rein bitte. Und einmal hier durch. Und einmal mich am Arsch lecken. Sorry für meinen Ausdruck, aber. Ja. So, hier liegt noch was. Kann ich jetzt auch nicht mitnehmen. Was liegt hier noch? Patronen nehme ich noch mit. Spring runter, schnell. Mach hinne. So, jetzt sputen. Mach hinne. Beeil dich. Geh durch. Sehr schön. Oh Gott.
Die sind überall. So, wir gehen jetzt hier hin. Mach die Tür zu. Gut. Mach die Tür zu. Mach doch die Tür zu! Okay, die anderen sind ja nicht da. Finde ich gut. Der ist schon tot. Warum komme ich hier nicht hin? Kann ich nicht hin? Jetzt bin ich hin. Oh, da steht einer. Drei Schuss. Ich kann immer bloß hoffen, dass schnell genug diese Türen zugehen, irgendwie, und dann, dass ich da halbwegs sicher bin. Muss ich hier nicht hin? Muss ich hier nicht hin? Ja, Leute! Was soll ich denn? Wo soll ich denn hin? Deine Karte ist hier nützlich. Jeremy rief um Hilfe, aber Carnby konnte nicht herausfinden, woher die Stimme kam. Für einen Moment fragte Carnby sich, ob das Dampfschiff selbst Jeremy war oder ob er sich irgendwie darunter befand. Aber gerade spielte das keine Rolle. Jeremys Wunsch war eindeutig. Er wollte, dass Carnby das Dampfschiff in Gang setzte und aus dem Schlamm hinaus bewegte. Also ich sehe mich da jetzt leider außerstande dazu irgendwie, weil ich komme da nicht an. Also ich habe nicht genug Munition, um jetzt hier mir ihn abzupuzzeln irgendwie und mir hier alles in Ruhe anzugucken. Hier bin. Muss ich noch weiter runter? Muss ich weiter runter noch, ne? Aber was ist weiter unten? Ich bin noch nicht. Ja, sind. Mutti, hör jetzt auf! Mit so was! Hör auf! Patronen! Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da hin? Ich muss ja irgendwie von da drüben irgendwie herkommen, aber wie komme ich da hin? So, ganz kurz erstmal, warte mal, der Revolver ist hier laden. Tommy Gun. 6 Schuss drin. Dieser Stress. Hat es jetzt überhaupt einen Sinn gemacht, tatsächlich, als ich runtergelaufen bin und in diesen ganz hinteren Raum gekommen bin, da habe ich eigentlich... es war überhaupt komplett sinnfrei. Ich habe da nichts erreicht irgendwie. Ich habe nichts gefunden, was da wichtig wäre. Außer einen Tod. Außer den Tod. So, da vorne ist noch so ein Pansen. So, wer geht's hier hoch? Ja, fuck. Nancy. Das sind 6 Stück, ey. Schau mal, hier ist noch so ein Molotov-Cocktail, den nehme ich mal. Ja, interessiert dich ein Scheiß, ne? Ist dir egal. So, hier ist noch was. Ruf da bitte lang. Dankeschön.
doch, nimm doch das Scheißding. Schön, 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 schön. Nachladen, komm, nachladen. Oh, nicht gut, Sackgasse. Nicht gut. Okay, tot. Nein, nicht tot. Er ist nicht tot. Schieß doch, Mann. Schieß den Scheißvieh weg. Oh, leck mich. Leck mich. Alter, die Szene ist genauso stressig wie die Mucke gerade. Ein Schuss. Ein Schuss. Au. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Der kann doch irgendwie an der Wand hängen. Geh mal raus. Da unten ist er. Oh, tot? Okay. Alter, Alter. Was wohnt?